Ja, mit diesem Intro willkommen bei Moons of Madness. Diesmal bin ich auf der anderen Seite. Ja, die Community hat es sich gewünscht und deswegen spielen wir Moons of Madness. Und es wurde sich gerade schon im Stream beschwert, weil ich jetzt gerade Vormittag spiele. Und die eine Person und andere, die sich es gewünscht hat, jetzt gerade nicht kann. Aber ich muss ja spielen, wann ich kann. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Einstellungen vornehmen müssen, weil ich habe jetzt noch keine Mausgeschwindigkeit eingestellt. Ich habe die Grafikeinstellungen gesetzt und die Spiele mit meinem Gaming-Modus. Das heißt, mein Bild wird heller sein als euers. Das gilt auch für alle, die im jetzt Twitch-Chat sind. Wenn das Spiel zu hell, zu dunkel ist, müsst ihr Bescheid sagen. Aber ja. Welcome to Moons of Madness. Ich würde sagen, wir starten sofort in ein neues Spiel rein. Und für den Fall eines Intros mache ich erstmal meine Cam aus und dann geht's sofort los, neues Spiel. Die Mausgeschwindigkeit ist sehr hell, das können wir gleich mal umschalten. Vielleicht ein bisschen langsam. Aber auch ein guter Trick hier. Sieht doch schon mal sehr schön düster aus. Selbst mit meinem Gaming-Modus. Ich meine, bei euch ist noch dunkler, aber ich sehe auch kaum was. Um 77,5 Millionen Kilometer. Deimos, Phobos sind, glaube ich, hat er sich auf die Scheibe geschrieben, was noch zu tun ist. Turn off Sprinklers. Oxygen Generator. Ich glaube, das können wir vielleicht nochmal später lesen. Oh Gott. Hello? Anyone there? Bono Arrival. Ne, Kyrano Arrival. 0 Days. In 0 Days? They never turn. Way? Okay. Soll das heißen, dass wir niemals hier rauskommen sollen? Die ganzen Kapseln meiner Mitbewohner, sag ich mal. Ich hole mir das Mikro noch mal ein bisschen näher ran. Das Rode ist so schwer, dass der Greifarm das nicht halten kann, so richtig. Filter. Power Cord Shoot. Inner is one of your
Was ist denn mein Spose? Ja. Da gibt ja nur eine Möglichkeit hier, ne? Hab ich gesehen. Eine Tür ist grün, die anderen sind alle rot. Whoever's meeting up late at night, I can hear you through the wind. Kann dich durch die Lüftungsschlitze hören? Haha. Wird keiner von uns sein, denke ich. Do not use permanent marker on erase board. Das sieht ja sehr gesund aus, was hier gerade passiert. Wir sind auf dem Mond. Was zum Henker? Also ich gehe mal davon aus. What is that? Ich meine, die ganze Situation nimmt das sehr sportlich, ne? Mal ganz im Ernst, also ich wäre schon getürmt. Gut. Ach, Daniel, ob das so eine gute Idee war mit dem Game. Eigentlich mit meiner Hand los. Mach ich da so einen Schnitt? Also da oben geht's nicht durch. Da würde ich ja wirklich sehr, sehr ungern lang gehen. Aber ich sehe schon, wir müssen da lang, ne? Oh, das ist alles gar nicht so geil, muss ich sagen. So, also hier geht's auch nicht lang, das heißt mit dem Brecheisen wahrscheinlich erstmal hier hinten die Tür aufmachen, die das so rumspinnt. So, bin mal gespannt, was das für ein komisches Zeichen sein soll. Also, es ist ja. Come, blow out the candle. Das ist ja quasi das Zeichen auch vom Spiel, ne? Und das Speichersymbol. Oder hat jemand einen Schrein gebaut? Ihr könnt den Zettel nicht lesen, ich kann ihn lesen. Chukas clean equipment after use. Chukas clean equipment after use. Everyone. Ich habe da so ein kleines Sichtfeld. Ist ja wirklich zappenduster, ne? Im Stream. Dann werden wir uns mal auf die Lichtquelle zubewegen. Hier gibt es eh nichts zu sehen, glaube ich.
Oh my god. What was that? Rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled my coffee. Oh my gosh. I'll have to check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, no problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. And what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Hmm. Beautiful. That's what I've been told. Monday? Muss ich überlegen. 5.9. oder 9.5. Happy Birthday to me. Also das amerikanische Ladungsformat ist ja umgedreht. Also eigentlich am 9.5. würde ich sagen. So, hier hatten wir schon mal von gelesen. Turn off the sprinklers. Oxygenerator Diagnostics. Tune Biogage. Chess wins. Me 4, Declan 2. Hier ist so ein bisschen das Sonnensystem aufgemalt, scheinbar. Sind wir wirklich auf dem Mond? Ne, wir sind nicht auf dem Mond, wir sind irgendwo anders, glaube ich, ne? Gesteinsproben scheinbar. Huch. Good luck out there, Sprout Dad. Ihr habt gesehen, dass da hinten was. Ah, da umblättern. I should memorize this. 0509. Wir sind also Shane Newhart vom Engineering-Team. So. Sollte ich mir das aufschreiben mit meinem Gedächtnis? 0509. Habe ich einen Stift? Falle eines Falles hilft der Stift dabei wirklich alles. So, lesen. Lieber Dad, muss dir etwas beichten, ich will dir sagen. Hey. Diesen Brief habe ich schon 6-mal umgeschrieben und vermutlich schreibe ich ihn noch öfter um. Ich habe viel Zeit, bevor ich ihn dir schicken kann. Ich sag's dir ganz offen, ich bin nicht in der Antarktis. Diese Expedition gibt es nicht und falls doch, bin ich nicht dabei. Ich bin etwas weiter weg, auf dem Mars. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Meine Notlüge ist keine Geringschätzung. Die Firma nimmt Geheimhaltung sehr ernst. Vermutlich haben wir uns längst persönlich getroffen, bevor ich dir das hier schicken darf. Ich will, dass du das von mir hörst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe, was ich dir eigentlich sagen will. Jetzt noch weiter? Scheinbar nicht. Gut, ja. Also wir sind auf dem Mars, ne? Ich habe erst gesagt, wir sind auf dem Mond. Haha, veräppelt. Habe ich euch nämlich. Wir sind auf dem Mars. So, gucken wir doch mal. Ah. Gut, da müssen wir uns nicht so lange merken, wie ich gedacht habe. So. Memo Declan Sicherheitsupdate. An alle Mitarbeiter, bitte denken Sie an das neue Sicherheitsupdate, das morgen installiert wird. Andernfalls sind Sie möglicherweise vorübergehend in Ihrem Zimmer gefangen. Notieren Sie sich den Code, um ihn nicht zu vergessen. Ja?
Guten Morgen, Sportsfreund. Wilcox war so freundlich, dich heute etwas länger schlafen zu lassen, aber das heißt auch, dass Dr. Van Buren zur Absturzstelle des Uran unterwegs ist. Ich werde das Problem also erst melden, wenn er zurück ist. Ich weiß, dass Lukas am Code des Biomissgeräts rumgespielt hat, also rede zuerst mit ihm. Außerdem könntest du dich beim Doktor melden, um ein bisschen zu plaudern. Hey Dieglin, ich finde nichts zur Behebung von Fehlern in der Kodierung der Solaranlage. Ich habe jetzt mal eine Diagnose laufen lassen, aber nichts Ungewöhnliches festgestellt. Ich komme mir langsam vor wie ein Murmeltiertag. Ich denke, es wird Zeit, die Zentrale über das Problem zu informieren. Selbst eine Behelfslösung wäre besser, als jeden Tag die Notstromaggregate anzuwerfen. Shane. Okay, also das ist quasi die Antwort hier oben. Ich muss kurz mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen hier. Ihre Manticore-Vertraulichkeitsvereinbarung wurde überarbeitet. Dr. Newhart, Ihre allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung wurde aktualisiert. Bitte melden Sie sich baldmöglichst an. Sie erhalten diese Nachricht nur aus Höflichkeit. Sämtliche Änderungen sind bereits in Kraft. Hochachtungsvoll, C.D. Ward, Leiter der Personalabteilung Manticore. Entwicklungsmission, Studie zur mikrobischem Leben auf dem Mars. Mikrobischem, was für ein Wort. Das Zweifaltigkeitsgesetz ist ein interessantes Konzept. Tritt im Kosmos ein neues Phänomen auf, ist es eine Anomalie. Tritt dasselbe Phänomen aber noch einmal auf, impliziert dies angesichts der Größe des Universums, dass es noch viele weitere gibt. Millionen, Milliarden, Billionen. Derzeit wissen wir nur, dass es auf der Erde Leben gibt. Eine Anomalie. Aber wir müssen nur eine zweite finden, irgendeine Art von Leben. Und seien es nur außerirdische Mikroben oder mehrere Milliarden alte mikrobische Einschlüsse in Fossilien. Diese eine Entdeckung wird uns ein Universum eröffnen, in dem es von Leben wimmelt. Wir brauchen nur eine zweite Anomalie. Okay. Confirming my ID bypassed security for my room. Doors unlocked now. Gut. Muss ich mal irgendwie anders hinsetzen. Ich rutsche hier immer so übelst in meinen Sitz. Dann tut mir dann Nachmittag immer der Steiß weh. Hä? So. Noch umziehen? Nö. Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish, and currently communicating, which is technically my job. Kind of. So, das sieht jetzt ja schon mal besser aus als in dem Horror-Szenario gerade eben. Solarpanel Cleanup, Dieglin, Satellite Maintenance, Josie with Dieglin, Airlock, Check. Soll das eigentlich Inner heißen? Ich glaube, oder? Eva Suit Diagnostics, Dieglin, Mineral Sample Sorting. Mann, wer hat denn hier so eine Sauklaue? Soll das Lukas heißen? Rob Plancare. Lukas with Lina, Anna, Inna. Next Eva Expedition. Expedition. Was ist los mit der Next Eva Expedition? Expedition. Elex. Elapora und Inna. Ninja Chess Champion. Dosi. Have you seen? Der Winter. Ich habe keine Ahnung.